Moin Leute, ich habe euch hier gerade mal was aufgezeichnet. Es geht ums Deadliften, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, und dass man möglichst die Schienbeine hier gerade halten soll. Das hat nämlich folgenden Grund. Hier habe ich es einigermaßen richtig aufgezeichnet, sieht natürlich trotzdem alles ein bisschen verkrüppelt aus, aber die blaue Linie ist der Mittelpunkt, das hier soll da sein, wo die Stange drin ist, und das soll natürlich auf geradem Wege nach oben gehen und möglichst auf dieser Linie, dass es genau der Körpermitte ist. Das geht natürlich nur, wenn die Schienbeine gerade sind, weil wenn die Schienbeine vorne sind, dann sind die Schienbeine weg, dann geht das gar nicht mehr gerade nach oben. Und dann muss man ja irgendwie das Ding um die Knie herumziehen, die Stange. Und ja, da fangen dann meistens die Leute auch schon viel früher an und heben sozusagen das Gewicht hier so hoch und dann erst da oben irgendwann an den Körper ran. Und das ist relativ schlecht, weil das Gewicht dann ein ganzes Stück von der Körpermitte entfernt ist. Und natürlich, wenn das halt relativ viel Gewicht ist, dann kann das schon viel ausmachen. Und ihr wisst ja alle, wenn ich ein Gewicht hier halte, ist es wesentlich schwerer, als wenn ich das Gewicht an meiner Körpermitte halte. Und deswegen verschenkt man damit sehr viel Potenzial, wenn man so zieht, dass das Gewicht deutlich außerhalb des Mittelpunktes hängt sozusagen. Und wenn man sozusagen auf einer geraden Linie das hochziehen kann, genau bei dem Mittelpunkt, ja, dann ist das viel effizienter, dann braucht man wesentlich weniger Kraft, als wenn man ja das jetzt so um die Knie herumziehen muss. Deswegen auf jeden Fall beim Deadliften nicht versuchen, das Gewicht hoch zu squatten, sondern die Schienbeine von Anfang an gerade, damit ihr auch wirklich die Stange gerade hochziehen könnt.